Nur falls es noch nicht klar ist, wenn du das Glas auch nur ankratzt. Oh, sind da. 30.000 Fuß, geradewegs nach unten, gefangen im Käfig. Ameise, Stiefel. Er wächst einem langsam ans Herz, hm? Tor, wie ist sein Plan? Er hat eine Armee, die Chitauri. Er will sie gegen euch in die Schlacht führen. Als Gegenleistung für den Tesserakt. Warum hat Loki sich fangen lassen? Wir sollten uns nicht so sehr auf Loki konzentrieren. Der Typ tickt nicht richtig. Man riecht förmlich, dass er wahnsinnig ist. Loki ist irrsinnig, aber mein Bruder. Er ist adoptiert. Ich fahre sie nach Portland. Die Liebe am Leben erhalten. Iridium, wofür brauchen die Iridium? Das ist ein Stabilisator. Hab nur ich die Aufgaben gemacht? Nichts für ungut, mein Lieber. Hast einen fiesen Schwinger. Banner? Hey! Sind Sie irre? Jeden hier auf dem Schiff in Gefahr zu bringen, ist nicht lustig. Behalten Sie das Problem im Blick, Mr. Stark. Denken Sie, das tue ich nicht? Warum hat Fury uns geholt? Warum jetzt? Warum nicht früher? Was verschweigt er uns? Sie denken, Fury hat Geheimnisse? Damit sollte ich mich mal näher befassen, sobald mein Entschlüsselungsprogramm alle gesicherten Dateien von S.H.I.E.L.D. dekodiert hat. Aha, wir müssen jetzt... Ich bin mir nicht sicher, ob wir hinter Direktor Furys Rücken herumschlüffeln sollten, Cap. Ich meine Captain Rogers, Sir. Wir müssen auf jeden Fall 5 Truhen finden in dem ganzen Gebäude. Und dafür haben wir jetzt erstmal Zeit, mit Captain America rumzulaufen. Gut, dich dabei zu haben. Und wir können... Kurz einloggen, öffnen und da ist schon die erste. Verdächtige Kiste mit einem großen Schloss dran, aber nichts, womit ein Vibranium-Schild nicht fertig wird. Hey. Alter. Für einen Moment dachte ich, wir wären auf ein paar streng geheime Hydra-Waffen oder sowas gestoßen. Shield, dank dir für dein Engagement. Und weiter geht's in die den nächsten Zimmer. Was hast du mit Agent Barton gemacht? Äußerst entzückend. Deine Welt auf Messers Schneide und du feilschst um einen Mann. Du bist ein Monster. Oh nein. Das Monster hast du hergeholt. Also, Banner, was ist dein Plan? Na komm, weiter. Was kommt hier? Nichts. Gut, dann geht's weiter. Und da oben. Kann ich nicht mal angreifen. Wie interessant ist das? Aha. Mist! Ich dachte wirklich, wir hätten Agent Coulsons geheimen Vorrat an Captain America Sammelkarten entdeckt. Entschuldigung, Sir. Ich bin auch ein großer Fan. Finden Sie eigentlich alles lustig? Na dann, weiter geht's. Wir haben noch 3 vor uns. Einmal ganz durch den ganzen Shield Carrier. Und da können wir etwas elektrisieren. Und da müssen wir auch noch... Hey, hinter dieser Tür ist noch eine verschlossene Kiste. Und wie öffnen wir sie? Mit dem Shield. Bam. Mit dem Entschuldigung für die Interferenzen. Warum hat das nur jemand hier aufbewahrt? Na gut, dann geht's weiter. Noch 2 weitere. Und natürlich ist die letzte die richtige. Alles zurück auf unsere Position. Ach ja. Wie schön es doch ist. Zu laufen, ne?
das geht noch weiter. Und die Brücke rein, na klar. Also, wir müssen genau in diesen Raum. Runter. So. In den Hangar rein. Und hier müsste auch eine Truhe sein. Die ist da oben drauf, richtig? Ah ja, da ist sie. Und wie hole ich sie runter? Oder brauchst du nicht? Ah, wir können was bauen. Alles klar. Einmal runter in die Kiste. Wenn Shield wirklich etwas verheimlicht, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass es, was auch immer es ist, hier drinnen ist. Vielleicht. Hey, wohin mit der Kiste? Mitten auf die anderen Kisten, natürlich. Nein, hier ist nichts Beunruhigendes. Und weiter geht's zur letzten Kiste. Vielleicht hat sie ja Antworten für mich. Echt jetzt? Zweimal schießen. Da ist die Kiste, yeah. Ich habe mich geirrt, die Welt hat sich kein bisschen verändert. Oh, da haben wir was Interessantes gefunden. Können wir auf jeden Fall. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Okay. Man kann nie schnell genug sein anscheinend. Und wir sind gleich wieder da. Aha. Oh, jetzt kommen wieder Nachrichten. Yeah. Oder? Ja. Sehr beeindruckende Zelle, was? Ich meine, Benner wird sich bestimmt nicht einfach so zum schlechtesten Zeitpunkt in den Hype verwandeln. Aber man kann nie wissen. Wie dem auch sei. Sie hält uns auch einen gewissen Gott des Unfugs vom Leib. Konzentrieren wir uns jetzt darauf, den Tesseract ohne weitere Ablenkungen zu finden, okay? Obwohl wir haben ihn doch gehabt, den Tesseract. Was machen Sie, Mr. Stark? Sie haben die Aufgabe, den Tesseract zu finden. Das tun wir. Das Modul läuft und sucht nach der Gamma-Signatur. Dann haben Sie Ihren Würfel wieder. Was ist Phase 2? In Phase 2 benutzt Shield den Würfel zur Waffenherstellung. Haben Sie davon gewusst? Wollen Sie sich vielleicht lieber aus diesem Umfeld zurückziehen, Doktor? Loki manipuliert Sie. Ich hätte gerne gewusst, warum Shield den Tesseract benutzt, um Massenvernichtungswaffen herzustellen. Transport 66 Bravo, bitte Bestätigungscode übermitteln. Welche Fracht haben Sie? Over. Söldner, die unseren bösen Plan ausführen. Over. Captain America ist also eine Bedrohung. Ihr alle, seid ihr Jungs wirklich ihr so seid naiv? So stumpfsinnig. Shield überwacht potenzielle Bedrohung. Kleingeister, Mann in der Rüstung. Was sind Sie ohne das Ding? Genie, Milliardär, Philanthrop. Ihr misstraut euren besten Sozi. Entschuldigung, kommen wir auf euren Planeten und sprengen alles in die Luft? Und Sie sollten jetzt lieber gehen. Tut mir leid, Kinder, ihr kriegt meinen Partytrick doch nicht zu sehen. So eine Explosion. Bruce, kämpfen Sie dagegen an! jetzt wird es. Verdammt. Zu spät. Und jetzt noch ein geiler Trick. Und bam. Das war's. Nicht kontrollierbarer Freund. Hä? Nein, der kommt gleich wieder und wir müssen hier wegrennen. Also los. Auf keinen Fall irgendwas. Ich schaue mal lieber alles. Die nächste Tür zu. Ey.
ist ja ehrlich da. Na gut. Was gibt's denn hier zu finden? Und wir haben hier einen Stab. Ach so, das nicht wichtig. So, na gut. Ich hab doch gerade. Ich bin nicht abgestürzt. Der andere. Und fertig. Große Explosion. Bam. Wir sind nicht deine Feinde, Banner. Denk nach, versuch es. Na komm, geben ihn. Ein auf die Nuss. Obwohl ich frage mich, wie soll das jetzt helfen, dass wir zurückkommen? Fische. Okay. Und ein Fisch. Hat der was auf dich? Evakuieren Sie den unteren Hangarbereich. Ja, das ging schnell. Soll das lustig sein? Oh. Ah. Oh nee. So ein Witzbold. Dann voll. Dann müssen wir uns hier alles selbst aufbauen, anscheinend. Verletzung des Sicherheitsbereichs. Feindliche Kräfte in Shield-Uniformen. Alle Durchgänge absichern. Was haben wir hier? Ein Speicherbereich, natürlich. Natürlich speichern wir und bei der X. Und da ist noch eine Granate gelandet worden. Irgendwas müssen. Alter, das schießt überall hin. Eine Banane. Ha. Okay. Jetzt einmal treffen und bye bye. Bang. Hätte ich bloß noch eine Chance gehabt. Na komm. Not. Den kann man ja nicht treffen. Hab ich schon vergessen. Ah, da bist du. Der nächste. Und da sind sie schon wieder. Also irgendwas habe ich zu machen, aber ich weiß nicht was. Gut, wenn nichts vorgeschlagen wird von dem Spiel, dann müssen wir selbst denken. Ah, da ist sie. Ist. Und weg mit ihr. So, noch zwei Leben, der Typ. Und 9 Stück müssen wir jetzt eliminieren. Wieder. Na komm. Jetzt weiß ich auch schon, was ich machen muss. Erstmal den Typen da oben abpauschalten. Und dann haben wir es. Komm her, letzter. Ui. Schwierig, Granatos. Ey, was war das denn? Ah, da hat er wieder so einen Bananen. Weg mit hier. Jetzt, da ist die... Turbine 1 ist komplett ausgefallen. Es ist Barton. Er hat unsere Systeme lahmgelegt. Er will zur Arrestebene. Hört mich jemand? Hier, Agent Romanoff. Hab verstanden. Gut, jetzt haben wir es zu tun. Die Gerüche sind ausgefallen und Feuer überall.
Man kann unsichtbar plötzlich. Und los. Der hat wirklich was gescannt. So, also. Und was zum Bauch. Oh nein, jetzt gibt es wieder rechts links Kombo. Na dann, zeig mal, was du machen musst. Alle gleichzeitig den Hebel umlegen, bitte. Und Nummer 1. Oder auch nicht. Braucht niemand gleichzeitig, das wusste ich nicht. So, das war's. Mit dem Daumen. Und hier zwei Schmiede hier. Sagen, welche Relais überlastet sind. Und was jetzt? Mal sehen, was wir haben. So, Nummer 1. Was sagt man dazu? Und weg. Dann haben wir hier einen Speicherort gleich. Licht. Und was haben wir als nächstes? Bei das Teil zum Zerstören und nach ganz oben können wir fliegen. Ah, jetzt sehe ich das Problem. So, machen wir das. Genau so. Und dann müssen wir bauen. Danke. Wir müssen mal wieder rauf. Gut, dann
dann beschäftigen wir sie. Nein. Und die Brücke bricht. Ein Bund. Fragezeichen, was niemand. Hey! Wer hat denn gesagt, dass ich. Mein Gott. Ich wollte bloß mal verbauen, den kleinen. Wo ist nicht den. So. Captain America, hier. Feuer. Oh ja, ein Denker. Na komm. Jetzt kommen wir nicht weiter. Na also. Sind Sie sicher? Und die goldene Mauer. Ja. Wie fühlt man sich so als Genie? Sehr gut. Ups. Aha. Ein schönes Viereck. Und jetzt gibt es ein neues Puzzle gleich. Oder auch nicht? Na gut. Dann läuft wieder der Fahrstuhl jetzt. Na komm, Captain. Wir warten auf dich. Hast du noch beim Drive hingehalten? Der Captain ist dran. Na dann. Kann jetzt die Tür öffnen. Und rein mit uns. Als ob das Spiel gerade mich verarschen will. Okay. Ich akzeptiere es. Wir wollen ja beide. Wow. Wir können fliegen. Oh nein. Hören Sie mich. Ich wiederhole. Hören Sie mich. Und jetzt geht's weiter mit den Prügelknaben da unten. Was ist passiert? Alles so stimmt. Ich kann nichts mehr überraschen. Und wieder was schön bauen und da oben der nächste zum Fahren. Was haben wir hier? Schöne Kiste. Und da kommen die nächsten. Nicht so schnell. Und weg mit. So, hier geht's nicht weiter und hier drüben schon. Hey, nichts kaputt machen. Kisten wieder. Und was zum Bauen. So, ein Riesenschalter. Also beide gleichzeitig groß. Fertig. Läuft euch irgendeine Form von Elektrizität? Hm, ihre Ehre ist schon mal recht. So, weiter geht's. Tja, die nächste Tür ist dann fertig. Okay, die Relais sind intakt. Was sollen wir machen? Ich gehe da rein und kurbel es an. Stark, wir verlieren an Höhe. Ja, hab ich mitgekriegt. Oh nein. Ob du jemals nicht darauf reinfällst? Die Menschen halten uns für unsterblich. Prüfen wir das doch nach.
Treten Sie zurück. Gefällt's Ihnen? Nicht mal ich weiß, was der kann. Wollen Sie es rausfinden? Seine Unterhose sieht man schon. Bam, voll rein. So, Helicarrier Chaos beendet. 47% enthält. Wieder ein paar Leute getroffen, einmal das, ein goldenes Steinchen und das wär's dann auch schon. So Leute, ich hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao.